Hallo zusammen und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Es ist die erste Folge in diesem Jahr 2021 und deswegen möchte ich euch und euren Familien in erster Linie erstmal alles Gute wünschen, dass ihr gesund bleibt und dass ihr natürlich wieder eure Ziele erreicht. Das ist immer ganz wichtig, Ziele erreichen, und ich denke mal, wenn wir an letztes Jahr denken, da ist so einiges auf der Strecke geblieben. Grund genug, jetzt hier einen Haken dran zu machen und nach vorne zu schauen. Es gibt nämlich viel, was auf euch und auch auf uns wartet. Das ist auch die nächste Rubrik, in die ich euch mitnehme. Was wartet auf euch in diesem Jahr 2021? In erster Linie kann ich euch sagen, dass immer mittwochs ein Video weiterhin kommen wird und das ganze Jahr schon mal safe ist. Wir haben in diesem Jahr wieder viel geplant. Wir wollen auf Reisen gehen, wollen uns wieder in verschiedenen Trips einige sehr, sehr coole, interessante und spannende Orte anschauen. Und deswegen seid ihr an dieser Stelle natürlich wieder aufgerufen. Wenn ihr uns noch nicht unterstützt, noch kein Abo habt und dieses Video noch nicht geliked habt, dann ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Unterstützt uns mit einem Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, wenn euch verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren. Egal, wo ihr her seid, ob aus Wuppertal oder aus Düsseldorf, egal wo ihr her seid, hier im Osten Deutschlands gibt es viel zu entdecken, und wenn ihr da Lust drauf habt, mit uns hier gemeinsam ein bisschen auf Tour zu gehen, dann würde ich sagen, gebt uns einen Daumen nach oben. Heute habe ich für euch eine interessante Location, die uns mitnimmt in wärmere Tage. Wir haben ja aktuell so ein bisschen Wintereinbruch, zumindest hier bei uns in Leipzig ist jetzt die letzten Tage etwas viel Schnee gefallen, unerwartet viel, muss ich sagen, und deswegen bringen wir euch heute mal ein paar sommerliche Bilder von einer Kaserne, deren Geschichte doch unerwartet weit zurückging und wo es auch viel nachzulesen gab. Kommt also nun mit auf Tour. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex.de direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in eine militärische Einrichtung, deren Geschichte über 3 Jahrhunderte zurückgeht. Wir zeigen euch heute die Löwenadler-Kaserne. Nun, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum nennt er denn jetzt hier den Namen und so weiter und so fort, denn das ist ja immer so eine Geheimnistuerei und tatsächlich bin ich da auch dafür. Allerdings kann man hier nicht wirklich was kaputt machen, es gibt nicht mal mehr Holzböden und was wohl der größere Grund ist, die Anlage ist stark vom Abriss bedroht, beziehungsweise der ist schon im vollen Gange, denn die Anlage wurde vom Erlebnisparkbetreiber Karlshof gekauft. Dazu erfahrt ihr dann im späteren Verlauf noch mehr, denn wir wollen erstmal die Frage klären, was hat man hier gemacht und wann ist das Ganze entstanden. Die Anlage ist ja, wie ich schon sagte, wirklich sehr, sehr alt, wohl eine der ältesten. Und wenn wir zurückschauen, welche dieser Anlagen so heute leer stehen, können wir sagen, dass mit über 300 Jahren Geschichte diese militärische Einrichtung hier wohl die älteste leerstehende ist ihrer Art. Ursprünglich von der preußischen Armee genutzt, ging die Anlage als Heeresreitschule 1713 durch Kurfürst und König Friedrich Wilhelm I. in den Dienst, auch wenn damals noch eher sehr, sehr klein. Sein Sohn Friedrich Wilhelm II. Übernahm das Erbe und führte Jahre später schon die ersten größeren Manöver durch. Man spricht hier von Manövern mit über 44.000 Soldaten. Schnell merkte man allerdings, dass man für so viele Soldaten eben nicht so viele Kapazitäten hatte. Man musste immer wieder auf kleinere Anlagen nach Tegel und auf andere Flächen ausweichen, um halt eben bestimmte Szenarien zu trainieren, so eben auch verschiedene Schießübungen, die man eben hier auf der Anlage noch nicht machen konnte. So musste man immer wieder ausweichen und das nervte vor allem die Obrigkeiten. So entstand zwischen 1883 und 1884 auf einer Fläche von 4.400 Hektar eben eine noch größere Anlage und ein Teil davon ist eben heute noch präsent. Thank you.
1910 kommt dann eine bahnbrechende Wendung, denn man baut hier einen Flugplatz mit an und es ist der erste militärisch genutzte Flugplatz in Deutschland. Man spricht also hier vom Ursprung der Luftstreitmächte in Deutschland und damit auch dem Ursprung der Luftwaffe. Während des Ersten Weltkrieges waren hier zeitweise über 30.000 Kriegsgefangene aus bis zu 7 Nationen interniert. Diese mussten hier Zwangsarbeit leisten. Eine dieser Zwangsarbeit war zum Beispiel, dass man hier die Anlage weiterhin modernisiert hat. Weltkrieg nutzte die Reichswehr, Verbände der Schwarzen Reichswehr und nationalistische Wehrverbände die Anlage in ihrem ganzen Ausmaß. Jetzt wird sich der ein oder andere und so auch ich sich fragen, ja, was ist denn die Schwarze Reichswehr? Und ich habe für euch direkt mal nachgeschaut, es handelt sich hierbei um eine illegale paramilitärische Formation zur Zeit der Weimarer Republik, also ähnlich wie man das damals bei der SA hatte, also wahrscheinlich irgendwelche Schlägertrupps. Im November 1919 wurde die Freikorpsbrigade Erhard aus Oberschlesien in diese Anlage integriert bzw. nach hierher verlegt. Im März des darauffolgenden Jahres sollte man wieder aufgelöst werden. Ihre Führer entschlossen sich daraufhin, dieser Auflösung nicht Folge zu leisten und sie appellierten an den General Walter von Lüttwitz in Berlin, man möge doch eben dieser Aufforderung nicht nachkommen. Lüttwitz, einer der Organisatoren des Freikorps in den Jahren 1918 und 1919, wandte sich an den Reichspräsidenten Friedrich Ebert und Reichswehrminister Gustav Noske, um die Auflösung zu stoppen. Als Ebert dieses ablehnte, befahl Lüttwitz der Brigade nach Berlin zu marschieren. In der Nacht vom 12. auf den 13. März 1920 marschierte die Brigade nach Berlin und besetzte dort kurzerhand mal eben die Stadt. Das Ganze könnt ihr übrigens nachlesen unter Kaputsch, wenn euch das näher interessieren sollte. Die Anlage war mit den Jahren also immer strategisch wichtiger geworden. Sie war gut gelegen, war mittlerweile auch schön groß ausgebaut. Man hatte hier sandigen Boden, wo man mit Panzerwaffen und vor allem diverse Manöver gut trainieren konnte. Kein Wunder also, dass die Nationalsozialisten in den darauffolgenden Jahren von dieser Anlage immer mehr profitieren sollten. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg trainierten die ersten modernen Kampfeinheiten auf dem Areal. Thema Panzerwaffen, hier entstand zum Beispiel das Panzerkorps Großdeutschland. Auf der Anlage wurde vor allem sehr viel geschult. Das lag zumal daran, dass man in der Zeit vor dem Dritten Reich eben wenige militärische Schulen an den Start gebracht hat.
Vor allem Flugschulen gab es immer weniger und da hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, wo ich da näher drauf eingegangen bin. Das verlinke ich euch jetzt hier oben rechts. Grund für die wenigen militärischen Schulen war einfach die politische Situation. Deutschland durfte nur noch so und so viele tausende Soldaten haben und da hatte eben die Weimarer Republik kein Geld dafür, hier eben die verschiedenen Anlagen auszubauen bzw. neue zu errichten. Nach dem Ersten Weltkrieg war halt eben alles ein bisschen anders. So entstand hier, kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, das erste Lehrinfanterieregiment und auch speziell Piloten und Fallschirmjäger wurden hier ausgebildet. Sechsunddreißig entstand hier das Regiment General Göring, wobei es offiziell Fallschirm-Panzerdivision 1 Hermann Göring hieß. In dieser Einheit waren verschiedenste Gruppierungen beinhaltet, die sogar in Teilen der SS-Leibstandarte Adolf Hitler, also dem Führerbegleitkommando, zum Einsatz kamen. Zwei Jahre später, 38, wurde die Anlage um eine Kraftfahrversuchsanstalt erweitert. Von 1944 bis zum Kriegsende waren hier viele, viele KZ-Häftlinge aus den umliegenden KZs inhaftiert. Vor allem aus Sachsenhausen und der Uckermark waren hier einige Menschen eingeschlossen. Die letzte Einheit, die Infanteriedivision Potsdam, welche aus 10 verschiedenen kleineren Einheiten bestand, wurde als Teil der 12. Armee unter Walter Wenck am 29. März 1945 hier aufgestellt, um den Kampf um Berlin doch noch zu gewinnen. Einen wirklichen Nutzen hatte diese Berufung jedoch nicht und wir alle wissen ja, wie es ausging. Nach dem Krieg fiel die Anlage kampflos in sowjetische Hände, wobei man in erster Linie die Anlage kurzzeitig als Flüchtlingsunterkunft nutzte. Erst 2 Jahre nach Kriegsende nutzte die Rote Armee die Anlage wieder für ihre militärischen Zwecke. Zeitweise waren hier über 20.000 Soldaten stationiert, man baute das Ganze auch riesig groß aus, so dass auch komplette Soldatenfamilien hier einquartiert werden konnten. Es gab ein eigenes Krankenhaus, verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten, ja sogar einen Radiosender gab es hier. Die Sowjets machten hier alles möglich, was ging, um sich hier lange, lange halten zu können. Und man hielt sich hier auch relativ lang, bis dann 1990 die Wende kam und 2 Jahre später die Sowjetunion zerfiel, dann war auch hier Schluss. 1996 erfolgte dann eine Neunutzung durch die Bundeswehr, die hier auf mehreren hundert Hektar Kraftfahrzeuge erprobt und mit ihnen verschiedene Manöver übt. Heute sind die Gebäude alle entkernt, nur wenig ist noch aus der damaligen Zeit zu erkennen, man kann eigentlich eher sagen, dass man fast nichts mehr davon sieht. Vieles ist auch schon weggerissen, vor allem der Teil der Sowjets, der später gebaut wurde, oder der jüngere Teil der Anlage ist quasi heute schon platt gemacht. Bald schon soll allerdings gar nichts mehr davon stehen, denn ein Denkmalschutz ist nicht vorhanden. 2018 berichtete die Märkische Allgemeine, dass Karls, also der Erlebnisparkbetreiber, hier das sogenannte Erdbeerland errichten möchte und man investiert hier etwa 100 Millionen Euro in einen Freizeit- und Erlebnispark, wobei die Kaserne dabei komplett weichen soll. Über die Summe, die man da gezahlt hat, wurde stillschweigend vereinbart. Die Rede ist hier von einem Dorf mit Badesee für über 2000 Menschen, 400 Ferienhäuser auf 64 Hektar. 2014 sollte schon begonnen werden hier mit dem Abriss, doch die sind bisher eigentlich eher schleichend vorangekommen. Jetzt liegt der Artikel ja nun auch schon wieder 2 Jahre zurück, aber man sieht, gegenüber befindet sich ja das Olympische Dorf und da wird auch fleißig gebaut. Das heißt, es ist bloß noch eine Frage der Zeit, bis hier alles komplett abgerissen ist. Jetzt würde mich natürlich interessieren zum Schluss, was hättet ihr aus dieser Anlage gemacht? Hättet ihr die Anlage umgebaut? Hättet ihr auch ein Vergnügungspark draus gemacht? Hättet ihr vielleicht alles rekultiviert und vielleicht wieder einen Wald draus gemacht, so wie es ganz früher der Fall war? Hättet ihr es quasi aufgeforstet? Oder hättet ihr vielleicht auch gesagt, okay, das ist ein Denkmal, wir müssen hier wieder die Bundeswehr reinholen? Oder es gibt so viele Möglichkeiten, mich würde interessieren, was hättet
ihr aus der Anlage gemacht? Schreibt es doch am besten in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss natürlich wie immer mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Jede Woche Mittwoch gibt es ein weiteres und deswegen lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch nun einen wunderschönen Tag. Bleibt auf jeden Fall gesund und wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, macht's gut, bis dann und ciao.